ist jetzt Tag 3, es ist 9:30. Ich habe erst um 3 oder so angefangen zu pennen und war um 6, glaube ich, nochmal wach. Das heißt, ich bleibe jetzt noch was liegen und mache mich dann erst fertig. Ja, ich denke mal, dass ich spätestens wieder 12 loskomme, vielleicht auch erst 1 oder so, mal gucken. Keine Lust heute eigentlich durch die Städte zu fahren, ist ziemlich voll, aber naja, muss man ja. So, ich habe jetzt meine Sachen eingepackt, soweit es geht. Hier meine Anziehsachen und so, ziehe ich gleich noch um nochmal. Es ist jetzt gleich 11 Uhr. Meine GoPro lädt jetzt noch ein bisschen. Ja, ich lasse sie noch ein halbes Stündchen laden, esse in der Zeit was. Und dann kann ich eigentlich losfahren. Ich muss gleich noch eine Route durchchecken. Werden so 90 Kilometer, aber mit ziemlich viel Stadt. Also wird es sich anfühlen wie 180 oder so gefühlt. Ja, hier nochmal die Gegend. Da hinten ist irgendein Kraftwerk. Ich weiß aber nicht genau, was es ist, aber es sieht sehr danach aus. Hier wollen wir die schönen Hochspannungsleitungen, die Töne machen. Da ist die Autobahn, die auch Töne macht. Aber das war eigentlich recht entspannt. Aber ich konnte trotzdem erst ab 3 Uhr pennen und bin dementsprechend jetzt nicht so ganz perfekt drauf. Ja, ich esse jetzt was. Hab gestern Nacht noch ein bisschen Spaß gehabt. Hab ein paar Fotos gemacht und habe jetzt heute auch noch was Kleines gemacht. Das kommt noch als kleines Special ans Videoende dran, sag ich mal. Ja, nichts Besonderes, aber mal so zum Spaß einfach mal zum Testen. Schreibt einfach mal, ob ihr es mögt oder nicht. So, Rad ist fertig. So sieht es heute aus. Mal hier. Jetzt suche ich mir noch eine Strecke raus und dann fahre ich mal los. Ist jetzt gleich 12 Uhr. So, es sind die ersten Kilometer heute. Ich bin jetzt auch mal los gegen 12 oder kurz nach 12. Ich habe noch mit ein paar Leuten geredet. Die Gegend hier ist schön. Dann ist nochmal das Kraftwerk. Jetzt haben wir aber den Nachteil, ich habe keine fixe Route erstellt. Also ich habe keine im Vorfeld geplant. Und die erstellten vom Garmin oder vom Handy oder so sind meistens nicht ganz so, außer von Google Maps. Aber ich will nicht die ganze Zeit mein Handy draußen haben. Das heißt, ich fahre jetzt nach dem Garmin gerade und lass mich mal überraschen, wo der mich so rauswirft. Bis jetzt ist alles gut, aber manchmal führt der einen über Feldwege. Da denkt man sich nur, nee, das kann nicht wahr sein. Ja, Pause will ich heute ein bisschen weniger machen. Ich muss ja auch ein bisschen weniger fahren. Aber es wird echt scheiße durch Dortmund. Vielleicht muss ich, ja, durch Bochum, durch Witten. Ich muss mal gucken. NRW ist halt echt ziemlich kacke zum Fahren. Ganz nettes, großes Möbelhaus. Und mal wenig los hier auf den Straßen. Dankeschön. Einfach nur wunderbar. Ah, ich komme halbwegs sogar vorwärts. So, Kilometer 25 oder so, glaube ich. Ich gucke gar nicht drauf, weil ich es nicht wissen will. Ich brauche was Neues zu trinken. Mein Trinken ist leer. Ich habe nur eine Flasche. Ich muss nächstes Mal unbedingt dran denken, wieder beide Flaschen irgendwie mitzunehmen. Weil das ist echt scheiße, wenn man immer nur eine hat. Ja. Ich suche mir gleich irgendwie eine Tankstelle oder so und dann hole ich mir eben was. So, da denkt man, die Tour läuft problemlos. Da. Da. Ich habe einen Platten. Straßen hier sind so kacke, überall sind diese Steinchen und ein Stein hat sich jetzt irgendwie reingefressen. Während der Fahrer so einmal blöp, blöp, blöp gemacht und das war's dann. Also, Reifen wechseln. So, ich bin gefühlt am Ende meiner Kräfte. Hab jetzt gerade dieser schönen Pumpe 5,5 Bar in den Reifen gepumpt. Sollte jetzt wieder funktionieren, ist wieder geflickt. Beziehungsweise neuer Schlauch. Hat mich jetzt 20 Minuten gekostet. Ach, 20 Minuten vielleicht, wenn ich es wieder eingebaut habe. Eher so 10 Minuten jetzt alles zusammen. Kostet einfach Zeit und ist einfach nur heiß und anstrengend. Einen Schlauch habe ich noch. Ich hoffe nicht, dass noch was passiert. Der Tag ist ziemlich nüchtern ausgefallen, was Filme anging. Das bleibt doch leider so. Ich bin gerade knapp 30 Kilometer durch die Innenstadt gefahren. Und bin jetzt bei Kilometer 54, also ist nicht mehr so weit bis nach Hause. Hier sieht man jetzt gerade Dortmund spielt anscheinend heute. Da hinten ist das Stadion, man sieht es schwierig, aber man sieht ein paar Fans, noch mehr. Ja, und so langsam geht es ganz Richtung Heimat. Also aus Dortmund bin ich jetzt gleich raus. Oh, jetzt bin ich in Witten, also hinter Dortmund, ging jetzt von der Fahrt. Wie ihr seht, ich habe meine Jacke nicht mehr an. Ich habe nur keine Tasche mehr für die GoPro, dann. Das heißt, ich filme jetzt, wie gesagt, nur noch 2-3 Mal, wenn überhaupt, und dann war es das erstmal. Ich bin jetzt bald zu Hause, also es ist scheiße warm, ich bin tierisch am Schwitzen, obwohl es gar nicht so anstrengend ist. Es geht zwar die ganze Zeit bergauf, bergab, steil und so, aber
Naja, mal guck mal hier dieses Setup. Ich habe jetzt meine Tasche da so eingeklemmt und da liegt die Colaflasche und alles ist mit dem Band hier befestigt. Eigentlich ziemlich cool. Kann ich mir merken, wo kann ich theoretisch demnächst, wenn ich die Flaschen alte umgebaut habe, noch eine dritte Flasche mitnehmen. Wäre praktisch. So, als kleinen Bonus von mir gibt es ein paar Nachtaufnahmen, die ich mit der GoPro gemacht habe, so gegen 1.30 Uhr bis 2 Uhr oder so. Das sind Langzeitbelichtungen. Die Einstellungen waren noch nicht richtig. Ich habe leider vergessen, in RAW zu fotografieren. Heißt, die JPEG-Dateien kann ich nicht stark bearbeiten, deswegen sehen die jetzt noch nicht super aus oder so. Aber es geht erstmal ums Grundprinzip. Im letzten Video habt ihr ja schon gesehen, dass ich zum Beispiel mal mit meinem Handy gezeichnet habe. Da konnte ich zum Beispiel Sachen schreiben mit einer Langzeitbelichtung. Was haltet ihr von sowas? Wie findet ihr vor allem die Ego-Perspektive in dem Sinne, wo die GoPro an der Brust montiert ist und man mich einfach normal beim Fahrradfahren sieht, ohne dass ich irgendwie stark was kommentiere oder so? Was haltet ihr von der Timelapse am Ende? Ich habe euch mal eine erstellt und dachte mir, vielleicht ist sie ganz schön. Wenn man mal sieht, was ich so zusammenpacke oder so, das könnte man natürlich auf alles andere ausweiten. Dann hätte ich noch gerne von euch gewusst, was ihr denn zum Beispiel als Challenge für 100 Abonnenten hättet. Mir ist jetzt bis jetzt noch nicht so wirklich was eingefallen, außer vielleicht mal, weiß nicht, Tag zur Nordsee radeln oder so. Müsst ihr wissen, schreibt es einfach mal rein und danke fürs Zuschauen.